Ich möchte heute mit Andrea über das Thema Blutdruck sprechen, über Blutdruckmedikamente und mögliche Alternativen. Andrea, was ist ein normaler Blutdruck? Ja, heute ist es, soweit ich weiß, 120 auf 80. Ja. Gemäß einer Studie aus den USA ist etwa 5-jährig. Und was denkst du darüber? Ich finde es schwierig, wenn man alle in einen Topf wirft, wenn man sagt, für alle gilt jetzt 120 auf 80. Das finde ich sehr schwierig. Und ich denke, das muss man individuell angehen. Aber kannst du dir vorstellen, dass bei einem Senior 120 auf 80 ideal ist? Ich befürchte, dass dann die Hirndurchblutung nicht allzu gut ist. Ja. Und darum eben, finde ich, ältere Menschen aufpassen, ja, dass sie zu tief erscheinen. Es ist wichtig, glaube ich, auch für die Zuschauer zu wissen, im Alter ist ein höherer Blutdruck eigentlich notwendig, damit eben, wie du sagst, das Gehirn und andere Organe besser durchblutet werden. Ja. Also es macht gar keinen Sinn, immer auf 120 herunterzudrücken. Die Frage ist auch noch, wie du misst. Also ja. Misst du im Liegen oder im Sitzen oder wenn du am Joggen bist? Also wann soll denn dieser Blutdruck 120 auf 80 sein? Ja. Also für die Zuschauer zu Hause, also man misst im Sitzen, nachdem man mindestens 5 Minuten ruhig gesessen ist und nicht gleich, wenn man die Treppe hochgejagt ist. Ja, das spielt eine große Rolle. Und auch die Messungen beim Arzt, die sind auch nicht verwertbar, die sind immer höher, wenn man beim Arzt misst als zu Hause. Wenn jetzt jemand kommt, hat einen Blutdruck von 130 auf 80, muss aber 2 Medikamente nehmen. Gegen den Blutdruck? Ja, zu blutdrucksenkende Medikamente. Was machst du jetzt? Sind die notwendig? Oder kann man hier vielleicht eines weglassen? Wenn der Patient sagt, ich möchte gerne, eventuell, wenn ich darf, reduzieren, dann bin ich sehr dafür, dass er das versuchen darf. Ich finde 2 Medikamente super, weil man dann eben eventuell eines schon mal weglassen kann und noch eines hat. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass dann auch der Patient seinen Blutdruck misst. Aber das genügt, wenn er selber das misst und sieht, ja, es ist immer noch gut, dann darf er das ohne ärztliche Kontrolle. Ich würde schon ärztlich kontrollieren. Ich begleite die Leute auch gerne dabei. Also ich sage, der kommt vorbei und wir sagen, lass mal eines weg von diesen beiden oder reduziere auf die Hälfte. Miss bitte deinen Blutdruck 2-mal täglich und schick mir das Profil, dieses Blutdruckprofil. Ja. Dann telefonieren wir und wir schauen, wo er steht. Und kommt das vor, dass du dann oft die Medikamente reduzieren kannst oder eines von beiden weglassen, dass das in der Praxis auch funktioniert? Also ohne, dass ich dann etwas zusätzlich einführe, nein. Also aus irgendeinem Grund hat er ja diese beiden Medikamente mal gefasst. Das heißt, ich versuche dann zu schauen, was könnten wir denn alternativ tun, um zu kompensieren, was wir reduzieren. Kannst du darüber etwas sagen? Was gibt es für Möglichkeiten, den Blutdruck natürlich zu senken? Ich habe gute Erfahrung mittlerweile mit Magnesium, weil Magnesium ja entspannend wirkt, beruhigend wirkt. Wir geben es ja oft dann auch auf die Nacht, kann man gut auch am Morgen nehmen, also um den Blutdruck positiv zu beeinflussen. Also ich mag Magnesium sehr, das finde ich ein gutes Mittel. Und ich habe hier in der Weiß mitgelernt, dass es noch die Aminosäure Arginin gibt. Da habe ich begonnen jetzt, die Menschen auch dahin zu führen, habe ich noch wenig Erfahrung. Jetzt haben wir 2. Magnesium und Arginin. Genau. Gibt es noch mehr? Gayen könnte ich mir noch vorstellen. Ja, genau. Also Gayenpfeffer erweitert die Blutgefäße genau gleich und hat deswegen auch diese Wirkung. Was denkst du über Omega-3-Fettsäuren? Die gibt man ja auch bei oder nach Herzinfarkten lieber vorher. Und offenbar, da habe ich von Studien gehört, dass es ja die Herzinfarktrate senkt. Absolut, ja. Der Blutdruck wird nicht massiv gesenkt, aber die Herzbelastung, also die Herzpumpkraft nimmt zu und die Gefahr eines Infarktes geht zurück, ja, mit Omega-3. Und Vitamin D? Weiß ich, dass es gut ist, aber kenne ich jetzt den Mechanismus nicht auf den Blutdruck. Ja. Nein, auch
ich denke nicht, ein Vitamin D senkt nicht den Blutdruck markant, aber es hat eine herzstärkende Funktion auch. Mhm. Und wir wissen ja, dass der Hauptgrund von hohem Blutdruck ist Stress. Ne? Hast du da noch etwas, um Stress abzubauen? Mhm. Oder wir wissen, glaube ich, in 99% der Fälle, nein, ist ein bisschen hochgegriffen, 95% vielleicht nicht. Warum? Jemand. Wirklich, warum? Was ist der Grund für diesen Bluthochdruck? Und man nennt ihn dann essentiell. Ja. Und es ist ganz selten, dass wir eine sogenannte sekundäre Ursache dann haben. Oder der Blutdruck, weil Bluthochdruck sekundär ist. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also essentieller Blutdruck ist praktisch immer durch die Stress, ein Modewort, aber einfach durch die Belastungen des Lebens aus verursacht. Ich hatte selber hohen Blutdruck vor 6 Jahren, ziemlich hoch, bis 200, und ich habe jetzt seit ich bei WiseMed bin, keinen Stress mehr. Und es ist wirklich wieder normal geworden. Aber ich nehme natürlich auch die besprochenen Naturmittel nehme ich ein.